Nein, Camtasia, Studio. Ich weiß, du hast mich lieb und möchtest dich jetzt im Vordergrund öffnen, aber ich würde gerne Binding of Isaac weiterspielen. Welches Format soll das Video haben? Hilfe! Okay. So, da sind wir wieder bei Binding of Isaac im Bauch von Muddus. Und heute werden wir hier diese Steine wegsprengen, die aussehen. Gallensteine? Keine Ahnung, ich nenne es Gallensteine, weil... Obwohl es auch nicht in der Galle ist, aber egal. Und wir werden uns hier im Bauch der Mutti vielleicht versuchen zurechtzufinden, ohne gleich zu verrecken. Und wir haben gerade beim letzten Mal Mutti erneut besiegt und sind schon im Bauch angekommen. Und wenn es bei dem Run auch gleich perfekt wird und wir alles schaffen, dann nenne ich mich als... Dann gebe ich mir den Titel Epic God of Binding of Isaac und so und fühle mich voll episch und so. Und diese kleinen Viecher nerven! Und ich setze mir, gebe mir noch mein Herz, weil ich einfach kann. Und übrigens, ab dem Bauch hier, alles was mich berührt... Hä? Was war hinter mir bitte? Ist hinter mir so ein Viech gespawnt? BTF habe ich gar nicht mitbekommen. Alles, was mich berührt, macht einen Schaden ab jetzt. Also muss ich besonders aufpassen, dass mich nichts trifft. Sozusagen. Oder mich halt gut an. Oder einfach viel Leben haben. Wie man möchte. Ich habe jetzt in dem Fall mehr Leben als Glück und Skill. Und ja. Wer kein Leben hat. Oh, hallo Monstro. Ja, übrigens tauchen hier die alten Bosse einfach so als normale Gegner auf. Wie schon in der Ebene davor gerade. Aber das kommt nur drauf an. So, tot. Tot, sag ich. Hallo, du bist vergiftet, du musst eh tot. Danke. Verlieren auch nichts Besonderes. Sind einfach so da, so, hey. So. Diesen netten Kerl würde ich gerne töten, dass ich ihn in die Stachel locke, aber da das nicht geht, werde ich eine Bombe legen, einmal außen rum gehen und... und das Buch einsetzen. So. Weil er genau mal exakt gleich läuft wie ich, und deswegen habe ich mich gerade konzentrieren müssen und überlegen, ja, wie töte ich denn das am besten, der ist ja voll das Arschloch und keiner kann ihn leiden und... Hey, Mr. Brain! Mr. Brain! Mr. Brain! Gut. Ich hoffe einfach nur, dass Mr. Brain mich einfach sieht, damit wir Mr. Brain töten können. So. Wir waren ja schon mal in den Bauch in der Aufnahme. Nicht mit euch, aber da, also die Aufnahme konnte ich ja nicht hochladen, weil das alles verkackt hat und so. Leider. Ah, Moment. Ich merke gerade. Oh, warte mal, töte mir kurz mal die. So, ich merke gerade, dass ich die Teile auch in geduckter Form töten kann. Wieder vergiften. Oder? Nee, es gibt doch. Da, Gift. Das macht keinen Schaden. Geil. Sonne zu. Zeug für uns. Ach, ist das schön. Oh, noch ein Monstro. Naja, töten wir ein Monstro. Noch ein... Das dritte Mal jetzt schon? Ja, ich würde schon glauben, das ist das dritte Mal. So, das Buch... Bei Bosskämpfen fällt sich das Buch übrigens auch immer mittendrin auf. Also die Batterie wirkt auch mittendrin in Bosskämpfen. Ich glaube, ich könnte auch hier rumrennen und immer die ganze Zeit gegen Wände schießen. Und es wird sich auffüllen. Ich bin mir nicht sicher. Ich teste es einfach gerade nur mal. Ja, genau. Also bei Bosskämpfen könnte ich jetzt hier wirklich ein paar Minuten vor Monstro wegrennen und mir mein Buch so auffüllen. Ich glaube, ich mache es auch jetzt, bis ich drei Striche habe oder so. Einfach um mir einen kleinen Vorteil zu sichern. La la la. Zwei. Bei Monstro ausweichen ist hier wirklich keine, naja, Besonderheit, ne? Ich weiß nicht, ob das vom Spiel beabsichtigt ist, dass es automatisch auffüllt. Oder nicht. Oder keine Ahnung. Ach, wir haben ja schon drei Striche. Machen wir halt noch einen. Oder machen wir es gleich ganz voll. Komm, beschäftigen wir uns ein bisschen. Hallo! Hallo, Mr. Monstro. Sie sind ein guter Freund von uns, weil Sie uns helfen, um Silbererzen zu farmen. Natürlich könnte ich hier so 5 Stunden rumrennen und einfach in der Hoffnung leben, dass... ja, dass ich mir einfach alles voll farme. Ich weiß allerdings... Aua. Nein, es hat mich ernsthaft getroffen. Dann muss er sterben. Monstro, du musst sterben. Tut mir leid. Aber niemand macht mir einfach so Schaden. Ja? Stirb, sagte ich. Danke. Eine Bombe. Und er hat wenigstens noch einen Strich gegeben am Ende. Falls es jemand genauer weiß, kann das auch in die Kommentare schreiben. Wie immer halt. Immer wenn ihr irgendwas wisst, was ich nicht weiß, weil ich so dumm bin, schreibt es in die Kommentare. Sagen wir mal nach runter. Warum bin ich nochmal da runtergegangen? Ich bin suizidgefährdet. Diese Viecher fliegen übrigens auch auf einen zu. Langsam. Aber sie fliegen auf einen zu. Also sie würden einen berühren, wenn man nicht ausweicht. So, setzen wir unser Buch nochmal ein. Zack. Hoffen, dass wir bald wieder 4 Räume geklärt haben. Mache ich sogar noch bis vor dem Boss. Am besten, weil... Naja. Aua. Ich hasse diesen Laser. Hä?
Ich wüsste jetzt gerade irgendwie einiges. Wenn es so weitergeht, schaffe ich es ja nicht mal bis zum Boss. Oh, viermal Larry. Ja, klar. Why not? Hab ja nichts. Hab ja nichts Besseres zu tun, als hier gegen viermal gegen Larry zu kämpfen, oder? Na gut, einmal vergiftet und der ist tot sozusagen schon fast. Komm, stirb. Danke. Eine weiße Pille? Balls of Steel. Oh, schön. Das ist sogar gut, ja. Okay, das war lächerlich. Springen wir mal den Automaten in die Luft. Ein halbes Herz für uns. Yay. Ja, natürlich. Hab ja nichts Besseres zu tun, ne? So, die sind tot und jetzt noch das. Entschuldigung, dass ich ein bisschen leise bin, aber ich muss mich langsam wirklich konzentrieren, um nicht zu instant zu verdecken. So, das nehmen wir auch noch mit. Das Buch setzen wir ein. Ach, schon wieder der Raum. Was, WTF, was wollt ihr denn von mir? Hat das Spiel keine Hobbys? Das Spiel ist Babylon! So. Einfach auf diese ganzen Teile hier draufkotzen und episch und bam und in dein Gesicht, du scheiß rollende Kugel und. Stirb! Seid so gemein von mir! Das macht mich so traurig! Moment, ich heule Blut, das ist nicht traurig. Nein, ich werde euch alle umbringen, ich heule Blut! Okay, dann besser. So, Geld, Herz, Geld. Alles schön. Lass auf, du Boss, komm schon. Ein Miepviech! Miep. So, was ist das für eine Karte? Der Turm. So. Hoffen wir einfach, dass mal ein Reiter kommt. Bitte. Ja, es kommt ein Reiter. Geil. Den müssen wir besiegen. Falls wir nicht ihn besiegen, sind wir Game Over. Oh mein Gott, ich bin so klug. Falls wir den Boss nicht besiegen, sind wir tot. Wer hätte das gedacht? Ist es der... Ach, das ist der, der die Zeit einfrieren will. Er macht uns ein bisschen langsamer und wir beschwert immer Sensen, die uns versuchen zu umzubringen und alles. Ist eigentlich kein Problem, müssen wir den Sensen ausweichen. Gesagt, gefailt, so. Die Phase ist noch am einfachsten, weil. Ach, er kann auch noch Gegner beschwören! So, er ist tot, seine Sense auch, jetzt leben nur noch seine beiden Kompanen. Brains und Doppelbrains, die wir auch vergiften können. Durch unseren Giftschuss. Komm, Doppelbrains. Okay, dann halt nicht. Er mag wohl kein Gift. Nicht heute. So, das Buch setzen wir ein, setzen unser Cube of Meat und haben einen Meatboy. Und gehen in die letzte Ebene, um Mutter den Chaos zu blasen. Ich hätte auch noch diese Bombentower einsetzen können. Verdammt, habe ich gar nicht dran gedacht. Egal. Letzte Ebene. Oh, schon wieder Blumenfußball, bam. Okay. So. Gehen wir hier gleich mal nach unten, legen hier mit der Action los. Oh mein Gott, ich hatte mich traurig angeschaut. Das musste sterben. Ich werde mich jetzt einfach mal testesweise gleich hier wohin stellen. So, ich stelle mich hier hin und zeige euch die Kraft von Meatboy. Wir warten, Meatboy läuft rum und tötet alles. So. Wir müssen eigentlich nur zuschauen und... Naja, das ist halt die interessantere Weise zu spielen. Töten wir das noch für nebenbei. Weil diese Galleviecher hier, die tauchen nie in unserer Nähe auf. Die halten immer automatisch Abstand. Also können wir uns in irgendeine Ecke stellen und Meatboy drauf loslassen. Ist auch mal eine nette Kombination. So, dem habe ich gerade mal die Bombe zum Fressen gegeben. Deswegen ist auch instant tot. Hallo, du, ich sagte instant tot. Instant tot! Weißt du nicht, was instant tot hält? Wie viel hält denn der noch aus? Lebensenergie ist leer. Aber hey, er kann immer noch leben. Lil Chubby. Wir haben so ein kleines. Da kommen nochmal die beiden. Weil das Spiel uns einfach so sehr liebt. So sehr, dass wir jetzt gleich wieder das Book of Revelations einsetzen. Was ist der Unterschied an den blauen ist? Die blauen sind auf jeden Fall größer, weiß ich. Komm, charge. Bombe. Ah, schön viele Silberherzen. Jetzt müssten wir zu Mutti kommen direkt eigentlich. Das wäre das Beste schon fast. Das nehmen wir uns noch, dass wir noch ein bisschen schneller sind. Hui. Ja, schön viele Herzen, sage ich gerade noch. Und schon kommt wieder so ein Kackviech, was uns versucht so aufzufressen. Wieso? So, boah. Das wäre ja fast in mein Gesicht geflogen. Oh, in der letzten... Oh, wir haben ja noch gerade ein Herz bekommen. Cool. Spielen wir einfach nochmal unser ganzes Geld hier raus. Einfach in der Hoffnung, auf die Fliegen zu bekommen, da Schüsse abfangen Dinger immer extrem praktisch sind.
Ansonsten hauen wir einfach unser Geld raus, weil wir hier voll... Oh, Meat Boy, pass doch auf. Kleines Problem ist, dass Meat Boy Bomben ziehen kann. Also, wenn Meat Boy durch Bomben läuft, dann zieht er sie mit, automatisch. Und, naja. Nicht sehr toll. Pupsgas, na super. Ich will diese Kackkarten nicht aufsammeln. Ich will gar nichts aufsammeln von den beiden. Das ist beides Kacke. Ich will nur mein Geld hier rausgeben. Los, Money, Money, Money. It's so funny. In der Boss-Ebene. Ich hätte jetzt gerne noch so eine Karte oder sowas, die mir zeigt, wo wir Marm finden. Weiße Pille. Nein, ich möchte die weiße Pille. Weiße Pille. Bolt of Steel. Perfekt. Wo sind die restlichen Items hin? Ach, dahinter. Einsetzen ist die Taste. Gut, nochmal zwei Silber jetzt mehr für uns. Spielen noch unser restliches Geld raus, haben wir nur noch zwei Münzen. Ist die letzte Ebene, Job gibt's hier auch nicht. Also haben nichts besseres zu tun, als unser Geld hier reinzuschwecken. Und wir kommen gar nichts raus, was ist denn das für ein dummes Spiel? Stirb! So, noch eine Münze bekommen. Und ein paar Bomben, mehr auch nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter nach rechts. Und begegnen zwei von diesen netten Gestalten. Gleichzeitig. Ja, es gibt auch in den letzten Ebenen diese Mini-Boss in doppelter Form. Natürlich wir als Giftviech gegen den Giftboss. Ah, unser Meat Boy hat den einen aufgefressen. Braver Meat Boy. Meaty Boy. Yum, yum, yum. Kriegen auch noch die beiden. Oh. Und das noch so. Jetzt haben wir zwei rein voll Herzen. Auch schön. Kriegen noch den gehängten Man, den wir auch vielleicht irgendwo einsetzen können. Miep, 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 miep. Oh, warte, hier ist der Bossraum. Perfekt. Perfekt, der kann es gar nicht gehen. So. Wir gehen nämlich jetzt zu Mams Hort, um Mams Hort zu töten. Als gehängter Mann. Oder wollen wir noch schauen, ob... Nein. Auf zu Mam. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Kane vs. Mams Hort. Hard Rock. So, Mams Hort ist ein... relativ schwerer, nein, einfacher Kampf, finde ich. Weil Mams Hort immer runterkommt, zwei neue Gegner beschwert, dann hat sich verpisst und fertig, ja. Das ist eigentlich der ganze Bosskampf bis zur Hälfte. Ab der Hälfte bleibt das Herz die ganze Zeit noch da, also man kann dauerhaft Schaden machen. Und... Ja, beschwert hat immer wieder Gegner, verpisst sich, kommt wieder. Durch die Vergiftung haben wir noch einen... Boah, nee, ich hasse diese Augen, ich hasse diese Augen, ich hasse diese Augen. Meat Boy, mach einfach. Gut, braver Meat Boy. Ja, Meat Boy ist hier eine kleine Hilfe, weil Meat Boy halt einfach die ganzen Gegner auffrisst. Es gibt natürlich noch einen größeren Meat Boy, den bekommt man mal vier von diesen Hardpoints getötet. Also wenn ich den roten noch besiegt hätte, hätte ich den besseren. Sieht übrigens auch aus, als wären wir irgendwie so ein roten Kinn, wenn man gerade so anmerken darf. Weil wir das Herz noch da hängen haben, aber ja, der Rest nicht. So, komm, 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 komm. Bam, 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 bam. Weiter, weiter, weiter. Bam, 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 bam. Am besten immer schon gleich eins töten, während sie spawnen. Weil wenn sie spawnen, bewegen sie sich kurz nicht. So. So. Zack. Und weiter. Bam, 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 bam. So, Phase 2 dürfte erreicht sein. Ja. Kennt man an den roten Kugeln, die rumfliegen. Die alles in die Luft jagen. So. Wir reichen einfach den Kugeln aus. Und Gegner werden trotzdem noch gespawnt, übrigens angemerkt. Aber das Herz bleibt wenigstens dauerhaft da. Meat Boy kümmert sich schon perfekt um das Herz. Es frisst und frisst. Und Mann ist tot! Wir sehen sehr glücklich aus mit unserem hängenden Herr. Ja, in den Raum da oben müssen wir nicht reinschauen. Wir müssen nochmal das Book of Revelations und schauen, was uns in der Truhe erwartet. Ich weiß schon, was uns erwartet, aber egal. So. Jetzt haben wir das offiziell freigespielt. Ich weiß nicht, warum wir ihn haben. Es ist irgendein Bug einfach, weil ich so viele Spielstände hatte und sie haben sich scheinbar alle gekreuzt. Ja, das erste Mal Herz besiegt. Jetzt müssten wir es noch 9 weitere Male besiegen, um einen neuen Charakter freizuspielen, der nur mit Silberherzen lebt und keine normalen Herzen nehmen kann, egal was. Auch witzig. Naja, natürlich werden noch weitere Folgen von Let's Play der Ding folgen. Wir werden das Herz noch ein paar Mal besiegen. Wenn wir es zum Beispiel 5-mal besiegt haben, können wir einen Gegenstand finden, schalten einen Gegenstand frei, den man finden kann, dass die Tränen durch Bomben ersetzt. Sehr genialös, würde ich schon meinen. Einfach nur noch mit Bomben zu spielen, das Spiel. Auch mal was Neues. Ja, wir werden es auf jeden Fall noch ein paar Mal probieren. Ein paar Mal hier alles vernichten.
weiß ich nicht, wie viel passt. Am Ende, ich mache 30 vielleicht maximal oder so. Also habt noch ein bisschen was von Binding of Isaac. Das wären eigentlich die Bosse gewesen, die normalerweise beim Arm gekommen wären. Also im letzten Stockwerk, da wo der Harbinger nochmal kam. Aber ich hatte ja das Book of Revelations, also war gezwungen zu kommen. Und das wäre jetzt wirklich das Bild, wenn etwas kommen würde, wenn man das Herz besiegt hat. Herz gebrochen, traurig, Träne, Isaac freut sich, happy, hey. Haben wir schon nochmal unsere Stats an. Warm Kills 1, jetzt hat. Endlich, so. Items 35 und Collection, da hat sich schon einiges wieder dazu gesammelt. Die Leiter, Lil Chubby, die Erkältung und so weiter. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, let's play Binding of Isaac! Bis dann, euer Zombie.